Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 843. Dieses Mal mit einem Mirror Matchup. Wir haben ZVZ. Und ich habe mir gedacht, ich hatte schon die anderen beiden deutschen Spieler in der Round of 16. Wir schnappen uns den dritten auch noch. Aber erstmal zu unserem Zerg in Rot. Wir fangen ja mit Rot an. Das hier ist nicht der deutsche Spieler, sondern das hier. Das ist ein Schwede. Es ist Zenster. Und sein Gegner, das ist der Zerg hier in Blau. Da kann man sich schon so ziemlich ausrechnen, wer das sein könnte. Es gibt, wenn ich sage, deutscher Zerg, nicht so viele Optionen. Aber wir haben hier in Blau Lambo. Und für Lambo kam es tatsächlich bei diesem Turnier sehr, sehr drauf an, wie er performt. Denn mit diesem Turnier steht und fällt seine BlizzCon-Beteiligung. An dieser Metzias Montreal hängt bei ihm also ziemlich viel. Mal sehen, wie es jetzt im ZVZ gegen Zenster schlägt. Beide starke europäische Zergs. Bin gespannt, was die gegeneinander machen. Wir haben hier von Lambo schon mal die ersten paar Dinge im Opening. Zenster hingegen ist da ein bisschen mehr Greed unterwegs, hat sich hier die Hedge First gegönnt. Hedge Gas Pool von seiner Seite. Und Lambo jetzt natürlich versucht mit seinen eigenen Linien für ein bisschen Chaos zu sorgen. Eventuell ein bisschen Schaden zu machen. Ich werde mal checken, ob die Musik überhaupt... Ja, Musik ist an. Das ist immer so eine Sache, weil gelegentlich, wenn ich selber spiele, eine Koop-Runde oder sowas einwerfe, ich gerade mal Zeit und Lust dazu habe, dann deaktiviere ich meistens alle Sounds, weil ich mir nebenbei irgendwas anschaue, anhöre. Und da ich im Koop sowieso so ziemlich alle Missionen auswendig kenne, brauche ich die Sounds nicht. Daher waren die immer deaktiviert und dann bin ich mir bei den Cast nicht so ganz sicher, ob ich jetzt alles wieder eingeschaltet habe oder nicht. Ja, und wir ziehen jetzt hier Linge von Lambo an der Natural von Zenster. Erste Drone wird angeknabbert, aber es sind vier defensive Linge da und das sollte eigentlich reichen. Ah, wobei Lambo hier mit dem Ling Micro holt sich nochmal einen möglichst guten Trade raus. Hat hier zwei Linge seines Gegners gekillt, nur einen selber verloren. Seine Linge sind aber ziemlich angeschlagen. Aber natürlich mit ihren gerade mal 35 Getpoints regenerieren die sich auch relativ schnell wieder zu voller Gesundheit. Und wir sehen jetzt hier, bei Zenster gibt es den schnelleren Roach Warren. Hingegen Lambo versucht erstmal ein bisschen nachzudrownen, hat jetzt natürlich ein bisschen Worker-Nachteil durch die Linge, die er gebaut hat. Das heißt, wenig Investment in seine eigene Economy, muss das erstmal aufholen. Und jetzt mal ein paar Linge von Zenster unterwegs. Beide haben Speed Upgrade, gerade in der Forschung. Und das sollte Lambo auch ein bisschen das bessere Timing haben. Wir sind hier bei 51 Sekunden zu... Oh nein, nicht mal tatsächlich. Zenster ist dann Ticken voraus. Es ist nicht viel, aber er ist einen kleinen Moment schneller, was dieses Upgrade betrifft. Und tatsächlich, da kommt der Snipe auf die Scouting-Linge und da kommt die Ling-Flut von Lambo. Evolution Chamber kam jetzt ja noch mit ran, aber erstmal gibt es jede Menge Zerg-Linge. Lambo hat seine eigenen Linge auch noch gesaved. Die warten eben hier, wie man sieht. Der erste ist schon wieder voll regeneriert, der zweite ebenfalls auch gleich an diesem Punkt. Der dritte braucht noch ein bisschen länger. Speedboost ist fertig, es ist ein Overlord da, der wird von den Queens gerade ein bisschen belagert. Das ist einfach, dass Lambo hier das Scouting verhindern kann und der Sichtblocker tatsächlich ist gerade richtig eklig. Trotzdem zweiter Overlord zieht die Linge und damit weiß Zenster soweit Bescheid. Er hat natürlich den Roach, er hat bereits Roaches gebaut. Trotzdem Lambo versucht es hier mit einem riesen Haufen an Lingen. Aber wenn die Roaches gut stehen, eine gute Position haben, sollte da Lambo nur sehr, sehr schwer durchkommen. Sieht das jetzt hier auch, sieht die ganzen Roaches, sieht die Evolution Chamber und die Linge. Ja, trauen sie nicht so wirklich daran. Dann müssen noch Queen eine mit dabei, die hier noch aushelfen kann. Und wir sehen hier eine weitere Drone, wartet auf ein Notfallgebäude, auf eine weitere Evolution Chamber. Damit ist die Lücke nochmal enger und damit die Angriffsfläche für die Linge kleiner. Somit kann da Lambo momentan nicht durchbrechen. Musste hier was anderes einfallen lassen und switcht jetzt hier auch auf die eigene Roaches, auf eine eigene dritte Hatch. Natürlich, Zenster durch die Aktion ist natürlich jetzt erstmal auf zwei Basen eingesperrt. Geht jetzt hier auf sein Leertag, holt sich plus 1 Missile Tags mit dazu. Und das Lambo versucht einfach nur ein bisschen nervig zu sein. Wie man sieht, gibt es hier nicht allzu viele Chancen, weil die Range-Units, die Roaches, sämtliches Gebiet hier abdecken. Das heißt, Lambos dritte Basis wird hier ohne Probleme fertig werden. Er selber geht auf das Carapace-Upgrade, hat den eigenen Roach voll mit dabei. Und momentan hier droned er noch ein bisschen. Jetzt kommen die ersten Roaches bei ihm. Währenddessen Sansa hat auch die nächste Roach-Runde eingelegt. Und denke, Sansa wird hier auf seinen zwei Basen auch dann mal ein bisschen Druck machen. Er holt sich das Roach-Speed-Upgrade. Er hat eben schon einige Roaches gebaut. Hat damit ein ordentlich starkes Army-Supply. Natürlich die Roaches ohne Speed Upgrade sind es noch nicht so elegant. Aber es reicht hier, um eine eigene dritte Basis zu nehmen. Die Roaches, dafür sind sie zumindest mal da. Können die dritte Basis zumindest soweit absichern.
Und sobald das Speed-Upgrade da ist, haben sie auch ein bisschen mehr Freiheiten. Plus ein Swiss-Attack wird auch in Kürze fertig. Lambo, ja, sucht nach der dritten. Aber da rankommen ist für ihn mega schwierig. Er könnte eventuell schon auf die Roaches starten. Ich meine, er hat die Overlord-Vision, er sieht diese Roaches. Xenster allerdings auch hat hier einen weiteren Overlord, damit er die Linge sieht, falls die hier unten langlaufen. Trotzdem, der Punkt hier oben ist ziemlich schlecht ausgescoutet von Xenster. Sein anderer Overlord hängt in der Ecke. Und der sieht das eben auch nicht, dass da die Linie ständig unterwegs sind. Die Linie rennt jetzt hier rein. Roaches haben sie nochmal gesplittet. Das heißt, hier sind viele kleine Roachhaufen. Und Lambo hat hier gleich das Carapace Upgrade dabei. Trotzdem, Sensor hat das Missile Attacks Upgrade. Das heißt, die beiden sind beide mit einem Upgrade unterwegs. Die Roaches machen natürlich dann ein bisschen mehr Schaden, als die Linie Rüstung dazu bekommen. Also, das Upgrade ist besser für die Roaches, als das Defense Upgrade für die Linie ist. Und wir haben jetzt hier den Roach Push von Sensor. Schaut mit seinen Roaches mal rüber. Aber das sind drei Savage vorhanden. Das sind weitere Linge. Und die Linge kommen jetzt hier von der Rückseite. Da wird Sensor, oh, beinahe geblockt. Hier kann nochmal sich raus weiterführen. Jetzt sind die Linge nochmal mittendrin. Stören die Roaches, jemand sieht. Lambo versucht hier den Fall zu nehmen. Da kommt den Force mit dazu. Das kommt ordentlich spät. Jemand sieht. Sensor verliert hier einen Riesenhaufen an Roaches. Wird das sehr, sehr viel Supply. Lambo nimmt hier einen richtig schönen Fight. Die Closest Spice landen nicht. Aber trotzdem, jemand sieht. Sensors Roach Supply leidet hier megamäßig. Es sind immer noch Linge übrig, die hier als Schadensblocker und eben als generelle Störquelle fungieren können. Und die Army von Lambo marschiert das einfach nach vorne. Sansa ordentlich krass gedroppt. Im Army Supply kann sich nur nach hinten manövrieren, versucht ihn nach hinten zu halten. Aber Linge sind immer noch mega störend, blocken immer noch die Roaches weg. Versuchen die hier an die Wand zu können, haben da auch jetzt hier kompletten Erfolg. Somit verliert Sansa sämtliche Roaches. Das Roach Supply kommt hier nicht schnell genug nach. Und damit ist die Situation sehr richtig, richtig schlecht für den roten Zorg. Versucht hier nochmal alles zu sammeln, geht auf plus der Missile-Tags. Lambo erforscht keine weiteren Upgrades und er pumpt einfach nur Army. Er hat den guten Fight hier genommen, versucht das jetzt sofort hier dann auch zu beenden, weil eben weiß, er hat gerade den Army-Supply-Vorteil. Er will da jetzt hier drauf rennen, rennt hier mitten rein in die Roaches seines Gegners. Die Grosse Bites landen auch teilweise die Länge hier immer noch, können weiteren Schaden aufsaugen, können hier Einheiten blocken, Einheiten surrounden, auch ordentlich dann Schaden machen, wenn der Surround da ist. Und da ist bei Sunset einfach nicht genügend, man sieht, Lambo rennt jetzt hier schon rein in die Natural. Die dritte Basis hat eh keine Drones, die ist für ihn uninteressant. Weiter Corrosive Bile auf die Roaches, die im Bau sind, da kommt einfach auch nichts nach. Jetzt wurden die Drones angegangen, 6 Drones in kurzer Zeit gestorben, die Roaches hier, die letzten gehen da und Sunset hat einfach nicht genügend übrig. Und Lambo macht damit das 1:0 in diesen Best of 5 und wir gehen damit in Map Nummer 2. So, Map Nummer 2, Acid Plant. Kleiner Funfact übrigens, mein StarCraft ist zurzeit wieder richtig krass broken, was Replays angeht. Da kam mir der neue Patch 4.6.2, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und seitdem eben geht das Replay-Laden nicht mehr, ohne dass StarCraft abstürzt. Man kann es immer noch schönerweise aus dem Ordner raus starten. Das heißt natürlich, ich habe meine Hotkeys nicht, aber das kann ich umschiffen. Denn meine Observer-Hotkeys sind sowieso hauptsächlich Standard-Hotkeys. Ich habe da nur wenig umgestellt und daran kann man sich gewöhnen. Das ist nicht so tragisch. Ja, ich weiß nicht, was sie momentan verbocken bei Blizzard, damit das mit dem Replay-Laden nur noch schlimmer wird, gefühlt mit jedem Patch. Es gab eine Zeit, da war das eigentlich echt problemlos, dass man sich die entsprechende Version vom Server runterlädt und dann das Replay öffnet. Warum es momentan ständig Abstürze gibt, kann ich mir auch nicht erklären, aber es ist halt so. Und ja, das mit meinem Logos-File funktioniert immer noch nicht. Ich habe versucht, das zu fixen. Keine Chance. Ich habe momentan eigentlich nicht mal mehr einen Logos-File in meinem StarCraft-Ordner drin. Ich habe die gelöscht. Aber StarCraft sagt, ist mir egal, zeigt trotzdem falsche Logos an. Because I can. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es ist echt seltsam. Egal, ob ich eine neue Datei reinwerf oder eine leere Datei oder irgendwas reinwerf, es ist StarCraft komplett egal. Es zeigt einfach konstant bei mir falsche Logos an. Das wird sich irgendwie nicht mehr ändern. Jo, aber zur zweiten Runde in diesem ZZZ. Wir sehen gespiegelte Openings. Nämlich Hatchgas Pool auf beiden Seiten. Das heißt, die ersten 3 Minuten sind mal so weit ruhig. Aber danach kann es trotzdem natürlich sehr, sehr schnell losgehen. Mit einem Ling-Angriff, mit einem Stein Roach Warren, eventuell schneller Tag auf den Leertag. Momentan sehen wir hier allerdings kein weiteres Gas, wird gemeint bei Sensor. Bei Lambo mit einer einzigen Drone, also sehr reduziertes Gasmining hier, beziehungsweise gar kein Gasmining auf der Seite von Sensor. Wir sehen, das Speed-Upgrade kommt und damit geht es jetzt erstmal ein bisschen an Drones und da kommt auch schon die dritte Hatch für Sensor. Bei Lambo auch die dritte Hatch, somit die beiden weiter mit gespiegelten, nahezu gespiegelten Build-Orders. Beide sehen das natürlich, Sensor hat die Vision mit dem eigenen Overlord, bei Lambo gleiche Geschichte. Natürlich, sobald die dritte Basis dann steht, also hier in grob einer Minute, kann man sich entscheiden, baue ich einen Riesenhaufen an Einheiten, denn die dritte Basis fungiert sehr schön natürlich als Produktionsstätte. Man hat zusätzliche Larven, die man nutzen kann, um weitere Einheiten zu bauen. Oder versuche ich die dritte Basis tatsächlich mit Drones zu besetzen und dann ein paar Einheiten zu bauen. Momentan gibt es die ersten paar Linge von beiden Seiten. Natürlich Speed Upgrade wird auch schon mit fertig.
Damit können wir die ersten kleinen Fights ausgetragen werden. Auch Overlords werden hier stellenweise gejagt und Linge rennen einmal rüber. Momentan Queen Count 2 zu 2, Drone Count nahezu gleich, Link Count nahezu gleich. Aber da kommt eben durch Lambos leichtes Gas Mining das Spanning Nest direkt. Dunstan hingegen hat dann später einfach 3 Drones hier reingeworfen und zählt jetzt Spanning Nest entsprechend auch Lambos, damit nur noch mit seinem einen einzigen Worker Gas weiter. Also da hat jetzt hier auf lange Sicht Sensor mehr Gas. Beide gehen auf das Spanning Nest und wir sehen Link Fights gehen los. Mal sehen, wer hier die besseren Trades machen kann. Das ist immer eine Sache, wer die bessere Position bekommt. Wir haben hier gerade mal kurz Harassment tatsächlich gesehen. Lambo ist mit ein paar Lingen reingekommen, hat sofort 2 Drones rausgenommen und hat hier gerade auch die größere Masse an Linge, aber da sind gleich 3 Queens mit dabei. Und gegen 3 Queens und noch die Linge des Gegners ist es sehr, sehr schwer zu fighten. Wir sehen auch hier, Banning Nest ist gleich ready. Und Lambo währenddessen geht mit seiner Masse an Dingen einfach auf die dritte Basis. Macht auch einiges Schaden. Die Linge von Sensen hier sind ein bisschen unvorsichtig. Laufen zu weit vor, haben nicht auf weiteres Posten gewartet. Aber sie wollen halt einfach die dritte Basis am Leben halten. Sensen versucht hier zu fighten, versucht hier Zeit zu kaufen. Währenddessen hier drüben geht es wieder rein mit ein paar Lingen in die Natural. Und wieder frisiert die Sensen draußen. Er fährt auch seine dritte Basis. Das läuft ihm gerade alles komplett schief. Lambo macht hier gerade sehr, sehr schöne Trades. Nochmal 3 Drones rauskommen, dabei insgesamt 5 tote Worker und die dritte Basis seines Gegners zerstört. Lambo damit in einer richtig guten Position. Und Sanster, ja, was macht jetzt hier? Er muss irgendwie vernünftig einen Fight nehmen. Am besten wäre es, wenn Lambo natürlich in seine Banninge läuft, aber die Banninge sind gerade nicht in der besten Position. Lambo hat die gerade schon umlaufen. Einzig hier vielleicht vom Highground runter. Könnte noch eine schöne Explosion geben. Man sieht auch, Sanster wartet mit den Banningen hier oben. Falls der Lambo hochrennt, könnte es einen richtig schönen Knall geben. Aber ich denke, Lambo riecht das jetzt ja auch schon, dass Sanster ihn da reinbaiten will. Reinlocken möchte in die Banninge und somit nimmt er erstmal den Weg hier oben rum. Lambos eigene dritte ist ready, er hat hier mehr Worker und er geht gerade auf einen eigenen Roadshorn. Währenddessen die Linge hier rennen nochmal rein in die Mainbase. Ein paar Linge warten hier unten und wollen ein bisschen die Einheiten abhalten, ablenken. Währenddessen geht es hier wieder ran an die Drones. Nochmal weitere Worker starben hier. Nochmal von 2 Stück gerade mal. Also Sensor verhindert hier noch Schlimmeres. 2 Worker ist noch nicht so tragisch. Lambo jetzt hier geht nochmal den Fight ein. Da wird er alle Dinge verlieren. Macht noch ein paar Trades, aber eben bei Lambo kommt der Switch bereits auf Roaches und davon nicht so knapp. Währenddessen hat Sens hier noch die Banninge, eventuell kann er da reinlaufen. Es sind halt auch nicht wirklich viele Drones am Arbeiten an der dritten Basis, wie man sieht. Beide sind hier hauptsächlich auf 2-Base und versuchen einfach die dritte nur für Production zu nehmen. Sens da mit dem Versuch die dritte neu zu nehmen. Lambos Länge ist direkt daneben schon, währenddessen eigentlich hier drüben gab es Beef mit weiteren Banningen. Da scrollen wir gerade mal einen Sprung zurück. Banninge, ja, kommen einfach reingelaufen. Das sind einige. Hier ist noch ein Banning tatsächlich von Lambo. Der hat, glaube ich, ziemlich dick. Okay, wurde ausmanövriert. Okay, die Roaches spawnen hier genau rechtzeitig. Und damit der Schaden der Banninge ist minimal. Eine einzige Drone stirbt. Und ein Banning wurde dafür getradet. Das ist es nicht wert. Und hier drüben, oh, da läuft Sans in die Banninge von Lambo. Fehlt damit einen Riesenschwung an Supply. Und damit ist jetzt hier abgeschlagen. Hat hier wieder die Belagerung seiner dritte, die aushalten muss und kann einfach nichts machen. Da geht der letzte Banning-Trade nochmal drauf. Und Sensor sieht das hier auch ein. Er kommt da schon nicht mehr vorwärts, hat keine dritte Basis. Und Lambo währenddessen fröhlich am Roaches produzieren, hätte er einfach mit der nächsten Welle Roaches vermutlich Sensor eh gekillt. Der wollte sich das gar nicht mehr antun. Sondern lief einfach direkt das Game, damit schon eine schnelle 2-0-Führung hier für Lambo. Dreht hier wirklich auf, macht ein sehr, sehr schönes ZVZ. Und damit geht's in Map Nummer 3. Damit Map Nummer 3. Cerulean Fall. Lambo mit dem Matchball. Nächste Runde ZVZ. Mal sehen, kommt ein Spawning Pool. Wir sind schon über die ersten paar Worker hinaus und wir sehen Drone auf beiden Seiten. Da gibt es Hatches auf beiden Seiten. 300 Mineralien, 300 Mineralien. Lambo hat ein paar Frames, die schnellere Hatch, aber das ist nicht wirklich wichtig. Das macht jetzt dann doch gar nicht so viel aus. Ist dann eher der Fall, wenn dann die Drones schon parat sind zu meinen, würde es ein bisschen mehr ausmachen, aber das Timing der Hatches ist jetzt wirklich so insignifikant. Der Unterschied ist so insignifikant, das ist wirklich, ja, nichts wirklich Wichtiges. Jo. An diesem Punkt, was gibt's Neues? Tatsächlich nicht allzu viel. Ich habe vor, die nächste Zeit mal ein bisschen häufiger zu streamen. Allerdings kein StarCraft, sondern ich möchte endlich meinen Fallout-Stream loslegen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, habe ich vermutlich schon damit losgelegt. Ich will Fallout 4 einfach durchzocken, ein bisschen einen Roleplaying-Stream machen, den bestimmten Charakter züchten und im Sinne dieses Charakters das Spiel durchspielen. Und ja, einfach weil ich da Bock drauf habe, ich wollte das Spiel sowieso lange mal zocken, dachte mir, warum mache ich das eigentlich nicht im Stream? Und wenn ihr wollt, könnt ihr einschalten. Ansonsten, es gibt auch weitere geplante Casts, nämlich einmal im November ist der Qualifier Nummer 3 von Berlin eSports von Season 3.
der Qualifier 1, der ist inzwischen drauf. Qualifier 2 hatte ich leider keine Zeit, das heißt, da wird auch kein Video kommen. Da habt ihr nichts verpasst, das konnte ich leider nicht casten. Ja, Qualifier 3 wird von mir gecastet. Das Finale wird dann gecastet, das findet im Dezember statt, Anfang Dezember. Glaube ich, am 8. müsste das sein, das Season 3 Finale. Und was dann noch dazu kommt, was ich so ziemlich schon unter Dach und Fach habe, das ist die DSCL, die Dutch StarCraft 2 League. Davon, ja, das, wer sich daran erinnert, das kam letztes Jahr. Das war letztes Jahr einer meiner ersten wirklich größeren Turniercasts. Das ist dieses Jahr wieder ein bisschen im kleineren Umfang. Aber das haben mich wieder gefragt, ob ich das casten möchte. Und sehr, sehr gerne natürlich. Das ist ebenfalls Anfang Dezember. Das ist die Woche davor. Das ist am 1. Dezember. Und ja, das werde ich auch casten. Da habe ich auch mega Bock drauf. Da freue ich mich schon drauf. Das sind echt coole Jungs von der DSCL. Und ja, wäre schön, wenn ihr da einschaltet, wenn ihr da Zeit habt. Videotechnisch wird alles erstmal soweit beim Alten bleiben, wie es momentan so läuft. Ich schaue, dass ich eventuell mal meinen Warcraft 3 Cast auf die Reihe kriege. Das ist gerade so mein nächstes geplantes Ding, was die Videos betrifft, damit wir das endlich mal haben. Denn ich möchte das eigentlich auch casten, aber irgendwie das Selbstvertrauen fehlt. Weil mein Wissen in Warcraft einfach nicht so gut ist und ich möchte keinen stümperhaften Cast machen. Das ist so das Problem an der Sache. Jo, wir sind jetzt hier ein Bau und ein Cancel vom Banning Nest bei Zanster. Bei Lambo hingegen gibt es Roach One Leertech. Bei Sans jetzt ebenfalls nach dem Cancel gibt es den Leertech. Beide Spiele haben das. Haben kein Speed-Upgrade. So rum. Und wir haben hier Evolution Chamber. An der Front zusammen mit dem Roach One. Das heißt, beide skippen das Link-Game, gehen direkt auf das Roach-Game. Aber Sanster ist da vom Timing her später, was den Tech betrifft. Dafür hat er allerdings eine schnellere dritte Basis. Wenn das ein Lambo hier ist auf zwei Basen, versucht er hier mit den Queens zu blocken. Aber ein Link kommt rein. Ah, die Mainbase wird das nicht ganz schaffen. Die Queens sind da und da wurde hier auch rausgenommen. Trotzdem, es wurde hier zumindest mal die Front gescoutet, die Natural gescoutet. Der hat das Gas hier gesehen. Er weiß eigentlich nicht, dass es drei Gas hier sind. Das kann man sich nur ausrechnen und da kommt eben der Nidus-Kanal von Lambo. Er will es hier schnell beenden auf der dritten Map. Er will sich hier ein schnelles 3:0 sichern. Natürlich mit seiner 2:0-Führung kann er sich das auch entspannt leisten. Sanster baut defensive Roaches, hat einen eigenen Leertech gleich ready, aber Lambo ist einfach technisch gesehen schon weiter, hat den Nidus-Kanal gleich ready, hat einen Overlord in der Mainbase, da ist die Vision auch nicht wirklich da von Sanster, wenn der, ja, aber nicht Lambo sogar. Das ist wirklich ein in dein Gesicht Nidus, hat der extra noch so weit, ist extra noch so weit nach vorne geflogen, dass Sanster auch ja die Vision da drauf hat, um ihm zu zeigen, guck mal, da kommt mein Nidus-Kanal, versuche es doch aufzuhalten, ich leg's dir voll drauf an, jetzt kommen die Einheiten raus, Nidus kann nicht gestoppt werden, Lambo hat damit den Highground und läuft einfach runter, geht ran an die Natural. Und da waren die Drones bereits gezogen. Der Sensor versucht hier irgendwie zu verteidigen. Drones werden geopfert. 10, 11 Drones sterben hier schon. Sensor hat zudem noch eine weitere Basis. Aber es fehlt halt ein bisschen an Army Supply. Transfuses gehen raus bei Lambo. Er hat, ja, die Queen hält auch nochmal am Leben. Die Roaches hier fighten gegeneinander. Aber kann hier Sensor sich irgendwie sammeln? Er versucht es mit Roaches von allen Seiten irgendwie diesen Fight zu gewinnen. Der Nidus Nummer 1 ist fast down, aber spawnt gleich ein neuer. Er wurde nicht schon ein neuer Nidus-Wurm gesetzt. Wenn das in Lambo geht, einfach alle Einheiten, die irgendwie snipen kann. Nidus Nummer 1 ist jetzt hier auch down. Nidus Nummer 2 spawnt hier gerade frisch. Da kommt ein bisschen Forcement für Lambo raus. Und er fightet hier noch immer. Sensor droppt hier mehr beim Supply. Er hat den schlechten Block-Account. Hat seine Basis mehr. Aber das bringt nichts, wenn man nicht die Economy hat, um hier die Sache zu halten. Und da kommt weiteres Roaching Forcement. Sensor hat gerade noch Drones eingeworfen. Bis er dann, glaube ich, gerade gemerkt hat, dass das doch nichts wird. Hat die Drones hier gecancelt. Und so läuft das gerade alles sehr, sehr schief. Sensor hat ein bisschen die Gefahr unterschätzt. Und Nidus hat gedacht, er hat das bereits gehalten. Aber nein, das ist nicht der Fall. Sondern Lambo räumt jetzt hier mehr Open mehr ab. Bei Sensor bleibt nicht viel übrig. Und ja, sein Plus 1 wird jetzt auch erst fertig. Das heißt, jetzt hätte er hier zwar einen Upgrade-Vorteil, aber er hat nichts mehr übrig, wofür er den Upgrade-Vorteil nutzen kann. Und da kommt dann auch das GG. Und Sensor muss sich hier sehr, sehr hart geschlagen geben. Lambo räumt da richtig krass ab, macht hier ein 3:0. Und das waren jetzt eigentlich alle deutschen Matchups waren jetzt hier sehr, sehr schnelle Geschichten eigentlich, sehr eindeutige Geschichten. Kein wirklich knappes Match mehr dabei. Lustig zum Sehen eigentlich, dass die drei in der Round of 16 so abräumen. Das heißt, für alle drei geht es in Round of 8 weiter. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich insgesamt von der WCS Bond Trail noch casten werde. Ich könnte es bis zum Finale treiben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt, wie da euer Interesse dran ist. Sonst muss ich mit einer neuen Replays umschauen. Momentan sind die hauptsächlich kleinere Turniere. Das heißt, mal gucken, ob ich da irgendwo Replays auftreiben kann, ob es irgendwelche interessanten Ladder Replays gibt. Schwieriges Wort. Ja, ich würde mich mal ein bisschen umschauen. Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu mitteilen, wie es dann aussieht mit weiteren WCS Montreal Cast oder sollen wir zu was anderem switchen? Dürft ihr gerne Bescheid geben. Jo, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.